Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Im letzten Part haben wir hier den Mopsy-Level freigeschaltet, den wir auch direkt machen werden. Und ich frage mich tatsächlich, wie schwer das sein wird. Also bisher machen wir es auf jeden Fall schon ganz gut, aber Mopsy ist hier tatsächlich extrem schnell und holy shit. Ist gar nicht mal so leicht. Ah, da haben wir ihn aber. Haha. Alles klar. Am Anfang ist er noch schnell, aber hinterher kann man ihn relativ gut kriegen. Tja. Und da habe ich mich am Ende des letzten Parts schon so gefreut. Okay, jetzt hast du endlich alles durchgesprochen. Weil ich am Anfang des letzten Parts so erzählt habe, von wegen, ja, ich habe manchmal so Hänger. Und habe ich mich gefreut. Ja, ich habe jetzt alles ziemlich gut hinbekommen. Ziemlich gut moderiert und dann einfach am Ende. Was? Treibsand unter Wasser? Alles klar. Ja, und einfach am Ende so einen richtig fetten Hänger gehabt. Ah, schlimm sowas. Aber naja, was willst du machen? Man kann nicht den ganzen Part über alles makellos kommentieren. Kann man mit der Feuerblume wegböllern? Nein, aber krass beschleunigen. Alles klar. Na gut. Dann hauen wir ab hier. Alles klar. Okay, dann drehst du halt eine Ehrenrunde. Wie auch immer. Okay, hier können wir uns nicht verstecken. Ich habe halt geplant, wieder mit der Röhre, also mit der Röhre mich zurückboosten zu lassen. Aber daraus ist nichts geworden. Ich war zu langsam. Und anscheinend baut der Level auch sehr darauf auf, dass man hier geduldig bleibt. Nicht zu sehr durchs Level durchboostet. Also denke ich auch, man hat hier genügend Zeit. So. Haben wir auch hier auf die Halbzeitflagge gewartet. Da ist schon die nächste Starcoin. Beziehungsweise, was heißt genügend Zeit? Ich denke... Oh, egal. Mir die Feuerblume. Nicht genügend Zeit... Also schon auch genügend Zeit. Ach, so ein Bullshit. So, jetzt geht er einfach durch. Aber dass die Starcoins halt auch auf dem Weg sind. Und was sich hier mit der zweiten Starcoin auch bestätigt, die Vermutung. Genauso wie die erste ist die ziemlich leicht zu sehen. Und da auch die rote Röhre ist sehr leicht zu erkennen. Gehen wir rein. Ach ja. Ne, da müsste er schon schneller sein. Ja, aber... Ist schon richtig die Vermutung, dass hier alles auf so ein bisschen Geduld aufbaut. Und ich denke, dass einem das auch ziemlich zum Verhängnis werden kann, wenn man hier nicht geduldig vorgeht. Genauso wie hier. Da wollte ich einfach nur schnell durch, weil wir alle Starcoins haben. Schnell ein Level beenden. Und dafür musste ich leider meine Feuerblume liegen lassen. Aber was soll's. Wir sind noch groß. Kriegen wahrscheinlich dann im nächsten Level direkt am Anfang wieder ein Power-Up. Oh, da fällt mir gerade ein, das nächste Level ist das Schloss, richtig?
Jawohl. Ja, gut, dann bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir direkt einen Power-Up kriegen. Aber müssten wir eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, komm, das Toadhaus, das lassen wir jetzt erstmal links liegen. Weil wir genug im Inventar haben und andererseits ist es auch so, dass wir das wahrscheinlich schon gesehen haben. Wird wahrscheinlich nichts Neues sein. Ja gut, kriegen wir anscheinend doch unser Power-Up und dann können wir hier unbesorgt in Larrys Torpedo-Festung richtig loslegen. Ja gut, da falle ich nochmal runter, alles klar. Und da oben ist die erste Starcoin. Die relativ leicht ist. Ich denke nicht, dass man sich da irgendwie großartig treffen lassen kann. Vor allem, weil die Brenner auch einen ziemlich langen Abstand haben. Wo die halt aktiv sind. Ja, die pausieren halt ziemlich lange und deswegen hat man auch sehr viel Zeit, um da sich dann die Starcoin auch wegzuholen. Und die Torpedos kann man nur temporär einfrieren. Okay, das ist gut zu wissen. Gut, dass ich das direkt am Anfang ausgetestet habe. Nicht, dass man nicht, dass ich dann hinterher versuche, die einzufrieren und es geht dann nicht und dann werde ich getroffen. Also ist schon gut. Was ist hier jetzt die Schwierigkeit? Anscheinend nicht wirklich. Ach, komm schon, ey. Nicht wirklich was. Nur halt, dass man hier einigermaßen gut timet. Kann hier auch wieder vernünftig hochgeht. Komm, holen wir uns erstmal die Unverwundbarkeit ab, bevor ich mir da die Eisblume hole. Und dann komisch getroffen werde. Und dann schauen wir auch erstmal, was hier oben in der Röhre drin ist. Tatsächlich nicht die dritte Starcoin. Das hätte mich aber auch so ein bisschen verwundert. Weil kurz davor war ja auch schon die zweite Starcoin. Also von daher... paar Münzen, alles klar. Leider noch nicht mal ein Applaus. Eigentlich sehr schade und auch ein bisschen komisch. Okay, jetzt wollte ich mich da treffen lassen eigentlich, um zu schauen, welches Item man bekommt. Aber na gut. Dann eben nicht. Und so langsam müsste eigentlich auch mal die dritte Starcoin kommen. Ist die hier oben? Nein. Nein. Eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass die hier in dem Bereich ist, aber bevor ich jetzt hier komisch rumschwimme und dann blöd noch die Eisblume verliere, gehe ich mal besser weiter. Na gut, hier kommt aber auch noch ein Abschnitt und hier hätte man tatsächlich noch eine Eisblume bekommen. Und hier ist sie! Relativ gut versteckt, aber irgendwie fand ich da die Münzen komisch, also habe ich die Stelle mal ein bisschen genauer untersucht. Was eine sehr gute Idee war. Alles klar, dann können wir auch direkt hier zu Larry. Das heißt, nicht direkt. Holen wir uns erst die Feuerblume hier ab. Und versuchen ihn dann damit zu besiegen. Let's go! Gut. So,
sind wir einmal daneben gesprungen. Was soll's. Okay, was macht er jetzt nochmal? Ach, das ist das mit den Fontänen, okay. Ist jetzt nicht besonders schwierig. Ja gut, hier könnte es halt ein bisschen schwierig werden. Weil er eben in seinem Panzer echt schnell ist. Die ja, genau, das meine ich. Die Fontänen einen hier zum Verhängnis werden können. Aber sonst ist der Fight eigentlich nicht besonders schwer. Aber ich finde das cool, das Konzept mit den Fontänen. Und ich hoffe, dass dann auch in den darauffolgenden Welten es immer ein anderes Konzept für die Kämpfe gibt. Jawohl, wir wollen speichern. Speichern beendet, alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall noch den Bonuslevel. Den wir vorhin frei... Nee, Quatsch. Im letzten Part freigeschaltet haben. Ja, ich bin immer noch in derselben Aufnahme. Also nicht wundern, falls das manchmal ein bisschen durcheinander bringe. Beziehungsweise generell nicht wundern, falls ich das manchmal ein bisschen durcheinander bringe, weil öfter nehme ich halt auch paar Parts hintereinander auf. Aber genug davon, erstmal weiter zu Wachstumsschub. Oh, und wir kriegen hier eine Eichel. Alles klar. Hinauf geht's. Und hier wäre tatsächlich noch ein Item, also auch wenn man klein ist, bekommt man hier die Eichel. Alles kein Problem. Und ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich schon das letzte Level für den Part ist. Das kommt darauf an, wie lange ich hier für ein Level brauche, aber... Ich denke, ich werde das hier first tryen. Ja gut, wenn ich den Bullshit schon wieder mit den Luftballon-Gumbas sehe, dann bin ich mir gar nicht so sicher. Und hier gibt es noch ein One-Up, alles klar. Das nehmen wir natürlich auch mit. Keine Frage. Und ich frage mich jetzt, wann die zweite Starcoin kommt. Ich versuche hier die ganze Zeit die Eichel zu behalten, weil ich glaube, die brauchen wir später mal. Oh! Und da ist eine Starcoin. Okay. Und zwar die dritte. Alles klar. Gut, wo war dann die zweite? Hm. Ja, da hatte ich jetzt recht und gleichzeitig Unrecht mit dem First Try. Also wir haben den Level zwar geschafft, aber wir haben halt... Ach cool, und das führt zur Wolkenwelt. Ja, nice. Nee, doch nicht. Wäre aber cool gewesen, so mit der Ranke, dass sie dann in die Wolken wächst und dass man dann quasi dann in die Wolken kann. Hätte ich cool gefunden, aber naja, ich arbeite nicht bei Nintendo, also von daher. Ja, wie gesagt, ich hatte Recht und gleichzeitig Unrecht, also alles Starcoins bekommen, aber
Quatsch. Wir haben den Level zwar geschafft, aber nicht alle Star Coins bekommen. So. Und sorry, falls ich mich manchmal wiederhole, aber mir fällt dann was anderes auf und dann beginne ich den Satz. Dann möchte ich den erstmal zu Ende bringen. Das fängt ja gut an hier. Ich hoffe, dass man für die zweite Starcoin... RIP. Dass man für die zweite Starcoin nicht die Eichelsuit... den Eichelsuit benötigt, aber... kann mir jetzt egal sein. Ich bin abgekratzt. Krieg hier einen Pilz. Und hier oben. Dann wieder die Eichel. Wenn ich mich nicht blöd anstelle. Ja, okay. Kann man kaum. Da wächst nochmal ein Blatt. Und dann ist das auch kein Problem. Und wie zum Teufel habe ich hier überhaupt die Eichel verloren? Das, die roten Münzen sind aber auch asozial. Ah, toll. Ich hätte mich dann noch nicht mal so wagemutig runterstürzen brauchen. Immerhin kriegt man da sowieso nochmal ein Item. Also von daher... Geht's hier rein? Geht's hier nicht rein? Oh, da drüben! Ja. Okay. Wenn man nicht ganz... Okay, toll. Wenn man nicht ganz blöd im Kopf ist, dann sieht man das eigentlich. Aber naja, passiert halt mal, ne? Das war knapp. Und ich hätte mich auch jetzt sehr geärgert, wenn ich hier nochmal gestorben wäre. Weil einmal ist in Ordnung, aber zweimal muss nicht sein. Einmal muss ja schon nicht sein, aber dann zweimal... Hm. Und hier kommt nochmal die Bestätigung, wir haben alle Sternmünzen im Minzmeer gesammelt. Und dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Den Luxus nehme ich mir jetzt einfach. Dann sind wir noch unter 20 Minuten. Und dann schieße ich mich hier... Okay. Eigentlich dachte ich, wir hätten die fünfte Welt schon freigeschaltet. Ha, komisch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die angeteasert habe. Ah, na gut, dann gehen wir halt hierher. Und... Okay. Kriegen dann nochmal einen Überblick über die Welt. Alles klar. Also ich dachte echt, ich hätte die schon gezeigt. Also ich wäre hier schon gewesen und hätte dieses Ereignis schon getriggert, aber anscheinend nicht. Ja gut, vielleicht bin ich auch einfach rausgegangen, ohne zu speichern. Das kann auch sein. Hm. Naja, wie dem auch sei, ich denke, ich werde es euch dann im nächsten Part verraten, was genau jetzt hier los war. Und es geht dann, wie versprochen, im nächsten Part erstmal mit Mopsy los. Und ich hoffe, ich werde mich nicht blamieren, indem ich irgendwie ein Gift falle oder so. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.